Jo Freunde, was geht? Heikson hier und wir sind jetzt wieder back hier und fangen jetzt direkt das Monster an, bevor irgend so ein Spaß noch kommt und uns das wegnimmt. Aber erstmal machen wir den hier noch. Ja, wir haben Server gewechselt, Channel 3, beziehungsweise Channel, nicht Server gewechselt. Und ja, 10 Mal, ich wusste gar nicht, dass wir das Vieh wirklich 10 Mal killen mussten. Erzählen müssen. Killen müssen, mein Gott, schweres Deutsch. Ihr seht, das drückt. Das drückt enorm. Ja, das drückt wirklich. Und wieso wird das denn nicht gestonehandet? Was soll das denn? Ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir sterben. Ja, Freunde. Da wisst ihr Bescheid, hat sich das Umloggen wirklich tatsächlich gelohnt? Nein, Spaß. Da war ja wieder ein Schuss in den Ofen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall für das Vieh erstmal noch ein bisschen zu schwach. Das liegt, denke ich, auch ein bisschen an dem Vagranten-Equip. Und an dem Food. Müssen wir halt dann erstmal wann anders machen, müssen wir kurz warten. Geben wir halt erstmal die andere Quest ab. Okay, diesmal haben wir wenig dafür bekommen. Vielleicht, weil wir schon ein Level drüber waren. So. Ja, okay, da müssen wir dann erstmal noch ein bisschen mit warten. So, erstmal schön hier einlagern. So, da kriegen wir auf jeden Fall dann noch was für. Die können wir eigentlich sogar auch wegschmeißen. Ah ne, die geben plus 3, die Stats. Die sind gar nicht so useless. So, gleichzeitig machen wir jetzt erstmal noch ein paar Boxen. Genau, erstmal die Boxen hier. Wie viele können wir davon machen? 2 Stück. So. Dann K-Karten. Können wir eine machen. Q können wir 2 machen. Und J können wir, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 5-mal. Nee. Gucken wir einfach mal. 4-mal, ja, okay. So, haben wir auf jeden Fall ein paar Boxen. Teilweise kriegen wir da König-Karten, seht ihr? Erstmal schön das Ö groß geschrieben. Jeden Fall können wir die gut verkaufen. So, Heinz, was machst du denn jetzt hier schon wieder? Ihr habt gesehen, wir haben 10 Erweckungsscrolls noch. Und ihr kennt mich ja. Ich will jetzt auch mal einen halbwegs epischen Nackler haben. 2, 4, 6. Und dann erwecken wir jetzt halt auch noch mal ein paar. Weil die kriegen wir ja geschenkt. Bei ihm, ich bin noch mit dem noch nicht ganz so zufrieden. Ich hätte gern so einen Mega-Premium-SCR-Nackel, Freunde. Also irgendwie SCR plus 10, plus 20, sowas. Aber noch nicht hier so INT plus 7. Freunde, was soll das? SCR plus 7 ist jetzt auch nicht so der Bringer, ne? Wobei der gibt Def, den könnte ich mir eventuell wegtun. Eventuell wird er mir bei dem Huhn nützen. Gerade wenn der Def gibt und SDR. Freunde, guckt euch das mal an. MP-Rate minus 100, Attack minus 20 und INT plus 1. Ey, was soll das denn? Oh, ey, da krieg ich alles bei. Weg mit dir. Ja, wegen den Def und der Quest behalten wir den nochmal. Danach kommt er auch weg. So, jetzt haben wir noch 4 Scrolls. Gucken wir mal, ob jetzt mal langsam wenigstens so ein bisschen das Glück hier auf unserer Seite ist oder ob wir wirklich gnadenlos hier nur abgezockt werden. So, bitte, bitte. Das macht keinen Scheiß. Bitte, 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 bitte. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz hier, ne? Ma, gibt's gar nicht. STR plus 1. Sind wir heute gönnerhaft? Ha! HP-Rate minus 400 plus 200. Das ist er. Ja, da waren die. Das waren die Erweckungsrolls. Vorhin hat er wieder richtig gebracht hier, der ganze Laden.
Das ist echt frech. Freunde, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, auch wenn wir jetzt hier auf Server 3 sind und da eventuell sogar kaum welche sein sollten, die PvP-Arena, weil da waren wir nämlich noch gar nicht. Ist mir aufgefallen, im gesamten Let's Play noch nicht. Und da denkst du dir so, was ist mit Hikes wieder los? Haben wir ja geraucht, was ist da los? Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die PvP-Arena und ich zeige euch die mal, wie die so aussieht. Ja, ist relativ voll heute wieder. Also ich weiß gar nicht, wo ich mich hier verstecken soll, weil hier so viele Leute sind. Das ist hier die PvP-Arena. Einfach so ein großer Ring und hier ist PvP an. Das heißt, wenn jetzt hier Leute stehen würden, könnte ich die sogar angreifen. Falls hier mal Leute stehen sollten. Hier steht sogar eine seltene Spezies. Sie nennt sich Spieler. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, also nicht schlecht ist Chryser eigentlich. Also ist jetzt natürlich nicht mega, aber schon nicht schlecht. Mal schön hier das Attack-Set. Und einen cleanen Vampirbogen. Okay, die Fusion unten hätte er sich aber sparen können, diese Verschwendung. Hätte er lieber irgendwie so ein 10, 15er bis 20er Crit-Damage-Bogen auf Level 15 fusionieren sollen. Hätte er mehr von gehabt. Und hier ist halt noch so ein Arena-Händler. Ne? Der könnte halt dieselben Sachen kaufen wie bei diesem Allgemeintyp. Ne? Ihr wisst ja, wen ich meine. Da werden wir jetzt auch nochmal hingehen, denn wir werden uns auch noch hier bessere Pillen holen, weil die fuden ja noch nicht mal mein ganzes Leben nach. Und was bringt mir das dann, wenn ich dadurch dann trotzdem sterbe? Freunde, sagt mir das mal. Sagt mir das! Pillen. Die geben 2. Wie habe ich denn gebufft mit Heap Up Max? Gucken wir mal. 1,6. Ja, das heißt, die 2er-Pillen reichen vollkommen aus. Aber wir brauchen halt auch vernünftige Pillen. Hier so 25 kaufen wir. So, die anderen Pillen waren eh leer. Oder ich habe die schon verkauft, ich weiß gar nicht. Ich weiß ja die jetzt schon wirklich nicht mehr. Ne, aber dann gehen wir erstmal noch zu Nahrung Karin. Weil das Food stört mir auch so ein bisschen. Das ist nämlich auch schon hart am Limit hier. Weil die Star Candies kosten. Ich kaufe erstmal davon so 200. Wobei, ne, es lohnt sich nicht. Wisst ihr, was wir machen, Freunde? Wir verkaufen genau die hier. Ich weiß, wir kriegen da echt nichts mehr für. So, und jetzt kaufen wir 3 Sticks. Das sind dann 3 Sticks wären... Boah, ist eine gute Frage. 198, 297, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ne, hat sogar gepasst, Freunde. Ah, wir sind schlau, wir sind schlau. Na, was machst du denn jetzt hier? So, jetzt haben wir schön 3 Sticks Nahrung. Das heißt... Läuft bei uns richtig. So. Ich werde, denke ich mal, jetzt erstmal einen Cut machen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ja. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Video wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Fliff mit mir, Hikesoon. Und ja, macht's gut, Leute, haut rein und genießt das schöne Wetter, bis es bald wieder Winter ist, auf minus 20 Grad. Ciao. Boom.